Hallo Endzeitfreunde, ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit Fallout 4 und dem Fahrhaber DLC. Wir sind mit dem alten Longfellow unterwegs. Ja, und in der letzten Folge sind wir ja abgestürzt. Keine Ahnung, was das ausgelöst hat. Möglicherweise vielleicht meine Speicherstände oder so. Ich habe fast 1 GB Speicherstände gehabt, Fallout 4. Da habe ich mal ein bisschen aufgeräumt. Und wir sind auf dem Weg, weiß ich gar nicht wohin. Muss ich mal gucken, muss ich mal wieder zurechtfinden. Wir wollen ja zum Nucleus, der dort ist. Aber wir wollten natürlich auch erstmal hier hin, Southwest Harbor. Da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge es mit Plünderern zu tun bekommen. Und das wird auch jetzt wahrscheinlich wieder der Fall sein. Schauen wir mal, was uns da so erwartet. Okay, warum habe ich da nichts drin? Will ich kurz nochmal gucken. Könnten wir eben schnell mal was zuweisen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da mal zugewiesen hatte. Ja, zuletzt war es ja Red X, glaube ich, aber da ich das ja nicht mehr verwenden... Ah, hier kommt mal ein Eichhörnchen im Stiel. Ne, wollte ich nicht nehmen, ich wollte es da zuweisen. So. Dann habe ich gerade gesehen, wir haben keine Nahkampfwaffe zugewiesen. Erlöser. Pigments Klinge. Ja, ich glaube, wir nehmen Pigments Klinge. Die ist eigentlich recht praktisch, wenn es tatsächlich ein Stealth-Angriff ist. Deswegen weise ich das mal eben hier wieder zu. Dann haben wir da was drin. So. Und ja, dann marschieren wir mal los. Ich rechne damit, dass wir es hier gleich wieder mit Gegnern zu tun bekommen. Ich nehme mal hier die Waffe zur Hand. Noch nicht zu sehen. Ja, ihr habt es ja mit Sicherheit gemerkt. Ich habe es auch in der letzten Folge, glaube ich, gesagt. Dass, hier komme ich nicht rein. Ich glaube, das Problem hatte ich in der letzten Folge auch. Kann das? Irgendwie aus irgendwelchen Gründen kann ich hier nicht rein. Ja, Erfolgen erscheinen momentan so ein bisschen unregelmäßig. Liegt an der Europameisterschaft. Ihr habt es ja wahrscheinlich auch gesehen, dass wir da tägliche Videos hochladen und so weiter und so fort. Das kostet natürlich alles Zeit. Ach, da ist ein Bötchen. Ja, ja, jetzt sinkt er wieder an der Nordseeküste. Hier ist rein gar nichts. Hier ist rein gar nichts. Okay. Du bist so ja, da irgendwo geht's los. Ich habe keine Chance auf den Treffer, sagt er. Aufpassen. Ei. Vielleicht stehe ich hier nicht so besonders gut. Wo zum Teufel? Haltet doch mal still, ihr Vögel. Ich glaube, das kannst du wirklich knicken. Ja, ja, ich glaube, das kannst du knicken. Ah, wir sind verkrüppelt. Geil. Okay, ich glaube, wir müssen einfach einen anderen Weg nehmen. Ja, Longfellow, da kannst du lange rumballern, das wird nichts. Wir müssen hier durch. Na toll, jetzt ist der da in das Feuergefecht verwickelt. Aber das kannst du knicken. Es sei denn, die würden herkommen. Womit ich aber nicht rechne. Kannst du noch mal eben... ja. Die sind einfach... das kannst du knicken. Gut, dann gehen wir weiter. Ziel ist dort. Weiß gar nicht, bin ich irgendwie einen anderen Weg gegangen als letztes Mal? Kann das sein? Ich weiß es nicht.
glaube, wir waren hier in einigen Häusern drin. Ich kann mich absolut nicht erinnern. Können wir da rein? Tatsächlich. Dann schauen wir noch mal. Naja, das brauchen wir jetzt nicht. Das wollte ich eigentlich auch nicht haben. Es soll übrigens dem nächsten Patch kommen, der hier die Performance-Probleme behebt. Ich meine, Bethesda hatte irgendwas geschrieben bei Twitter, dass der Patch Sony bereits vorliegt. Und ja, ich hoffe, das wird in den nächsten Tagen passieren. Ich glaube fast, es wird dann eben mit dem Mod-Support kommen. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, und dann, ich bin auch gespannt auf den Mod-Support. Hier sieht man auch, hier sind ganz komische da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das auf YouTube auch sehen könnt, dass das so ganz pixelig ist. Ich habe keine Ahnung, was die da gemacht haben. Ich weiß nur, dass irgendwie hier... Aha. Jetzt kommen wir der Sache näher. Der ist schon mal erledigt. Auch das ist erledigt. Genau, daran erinnere ich mich. Hier waren wir. Bist doch nicht so schlau, wie du dachtest. Hier in etwa ist auch dieser Absturz passiert. So, und bevor wir jetzt so weitermachen, mache ich mal eben schnell speichern. Damit wir diesen ganzen Weg eben nicht nochmal zurücklegen müssen. Du hast noch immer nicht genug? So ist's recht. Wo ist er denn jetzt? Er spielt ein verschissenes Radio. Ich wollte da so rüberhupfen. Jetzt sag nie, ich komme hier nicht hoch. Okay, das Radio möchte ich natürlich gerne erstmal ausmachen. Aus taktischen Gründen. Oh! Den hätte ich fast übersehen. Ja. Okay, ich marschiere mal hier in dir rein und mache mal scheiß Radio aus. Ist es aus, oder? Ich hoffe, es ist aus. Das hast du dir einfacher vorgestellt, was? Na, Freunde. War da nicht einer drin? Ich glaube, da war einer drin. Ja, du Idiot. Du hast Pech gehabt. Du hast nicht den Hauch einer Chance. Wusste ich's doch. Habe ich keine Granaten mehr? Nicht schlecht. Der finstere Fallensteller. Oh, was war das denn? Na super. Ja, da muss jetzt gerade von rechts einer geballert haben. Das hast du dir einfacher vorgestellt, was? Wo ist denn der Kollege jetzt? Was zum Geier ist passiert? Wir wärmen uns gerade erst auf. Ich sehe gar nichts hier. Kann ich hier hoch irgendwo? Das wäre cool. Ich glaube eher nicht. Na gut, dann mal weiter.
Da oben. Ich sehe nichts. Ich werde auf deine Leiche anstoßen. Bist du echt? Also es ist wirklich sehr pixelig in der Ferne, auch hier. Na komm vor. Ich glaube, den habe ich erwischt. Auch den haben wir. Guten Schuss, Captain. Oh, weg, weg, weg. Ja, und schon wieder hat es mich erwischt. Und alter Schwede. Verdammte Scheiße. Ja, ist kein ganz so einfacher Kampf hier. Der ist fertig, so. Jetzt hätte ich gerne den da oben noch. Okay, genug Verstecken. Gleich noch einen hinterher. Vielleicht noch ein bisschen höher werfen. Habe ich den oder nicht? Nee. Hoffe ich doch. Ich würde sagen, ich gucke jetzt einmal eben hier hoch. Vielleicht kommen wir von da oben. Auf jeden Fall erstmal Molly einsammeln. Eine Wollfischermütze, die haben wir noch nicht. Da können wir auch noch hoch. Eine Kiste. Okay, ich würde sagen, speichern wir einfach nochmal schnell. Und dann machen wir mal weiter. Ich würde gern hier hoch, aber das können sie knicken. Ja, hier spielt wieder dieses scheiß Radio da drüben. Warte mal, kann ich da oben drauf? Ach, scheiße hier, ey. Komm schon, zeig dich. Probier es mal so, so sehen wir das. Ja, kein, ja doch, ein Treffer war dabei. Das hast du mir einfacher vorgestellt, was? Das war's mit dem. Aber da ist noch einer. Alter Schwede. Das ist eine gute Idee. So, jetzt müssen wir natürlich noch den da unten kriegen, aber erst gehe ich das Radio ausmachen. So, und der müsste dort im Haus sein. Da hinten sind auch noch zwei. Schauen wir mal. Oder haben wir den schon? Ach, den hatte ich schon erwischt hier, glaube ich. Splittergranate, Maschinenpistole, schwerer Fallensteller, Brustteil. Weiß nicht, ob ich das haben will. Gucken wir erstmal hier.
Ja, mal wieder ein paar Schaufensterpuppen. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Irgendwo habe ich gerade noch ein Geschütz gehört. Na gut, wir gehen mal weiter. Nicht ohne vielleicht nochmal gespeichert zu haben. Da können wir natürlich auch nochmal reingucken. Aber hier ist nix. Ja gut, aber mindestens zwei Typen sind da. Das sind noch die vom Anfang, glaube ich. Die mindestens zwei, wie gesagt. Ja, habe ich gesehen. Hab's gesehen. Wo denn? Da. So viel dazu. Und jetzt? Ja, gehen wir mal hier rein, oder? Können wir hier rein? Geht doch. Ja, das wollen wir nicht. In die Bresche. Geht doch, geht doch. Einer noch. Scheiße. Wir wärmen uns gerade erst auf. Na komm, nochmal vor, du Penner. Oh. Weg. Nee, ich wollte Stimpack nehmen. War haarscharf. Jetzt ist Ende Gelände, du Vogel. Keine Faxen mehr. Schön geflogen ist er. So. Was hast du Feines dabei? Mit Mündungsmann. Ich will diese Fallenstellerrüstung nicht. So, dann gucken wir mal. Hier könnten wir ein bisschen was brutzeln. Soßenpfanne mit Deckel. Wir können ja mal gucken, im Dopper. Was haben zum Brutzeln? Gebratener Nebelkriecher. Bei Nebel und Regen steigt deine Schadensresistenz 30 Minuten lang erheblich. Das ist ja nicht uninteressant. Da besonders da hier eben sehr viel Nebel ist. Gewürzte Kaninchenspieße. Plus 1 Glück für 30 Minuten. Okay, jetzt wissen wir auch, was uns die Kanickel bringen. Dann haben wir noch den penchierten Angler. Plus 15 AP. Und verringerter Fallschaden mit 20 Minuten. Das hat man schon mal. So, ja, her damit. So, ich glaube, wir haben gleich ein bisschen Unwetter. Klang zumindest so. Wir könnten ja tatsächlich mal dieses Nebelkriecherzeug da Küstenrüstung? Ne, wollen wir nicht. Die können wir noch hoch. Kronkorken, Patronen, Nachtsicht. Ja, nimm mal mit. Jetzt tragen wir zu viel, das habe ich schon befürchtet. Da müssen wir dann kurz mal mit dem alten Longfellow quatschen. Ich habe keine Ahnung, wo er sich verkrochen hat.
Mr. Longfellow? Da. Hey. Was? So, den geben wir natürlich erstmal den ganzen Schrott. So viel ist es nicht. Was haben wir an Rüstungsteile eingesammelt, die wir nicht brauchen? Auch nicht sehr viel. Aber wir haben, glaube ich, einige Waffen eingesammelt hier. Fleischerhaken. Splittermine, Springmesser. Die kann er haben. Kann er haben. Kann er auch haben. Oh, der alte Longfellow ist voll. So, dann gucken wir mal weiter. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Also am Ziel sind wir ja schon angekommen. Ah! Ja, nu. Das war das Ding. Ich könnte mal eben einen Red Away nehmen. Okay, wir müssen weiter zu unserem Ziel. Ich guck mal eben nochmal auf die Karte. Wie wir da am besten hinkommen. Man könnte ja auch noch zu dieser Wimpop-Fabrik rüber. Aber ich möchte ehrlich gesagt zum Ziel jetzt. Zur Wimpop-Fabrik kommen wir ja relativ schnell. Die haben wir übrigens da jetzt... Was ist denn da los? Sieht aus, als würde da Öl brennen oder so. Aha. Das schauen wir uns dann doch mal an, würde ich sagen. Sind das Fische oder sowas? Was sollen das Fische sein? Keine Ahnung. Da können wir wohl offenbar nicht rüberschwimmen. Zumindest nicht durch diese Öllache. Schauen wir uns mal kurz dieses Bötchen an. Angel, was ist das denn? Ach, Angel. Nicht Angel, sondern Angel. Ah, herrlich. Das Rest kannst du behalten. Angel. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Victorias Koffer. Ja, den merken wir uns doch mal. Den Schlüssel haben wir offenbar nicht. Ist ein Speicherlaufwerk. Kommen wir da hoch? Was soll denn das für ein Speicherlaufwerk sein? Alter, hier kommt man nirgends rein, ne? Ständig irgendwie so eine Wende hier. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal die Küste entlang hier und schauen, ob wir zu unserem Ziel kommen. Ich glaube, hier haben wir keine Wahl. Hier müssen wir ins Wasser. Ja, dann mal los. Kommen wir da rauf? Ich glaube nicht, wa? Ne, sieht nicht so aus. Also mit Sicherheit gäbe es einen besseren Weg. Wir können ja da nochmal rüber, oder? Mit Sicherheit gibt es einen besseren Weg zum Nukleus.
Oh. Problem? Problem? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt gerade, wo ich gerade bin. Ich würde gerne auftauchen. Das war so natürlich nicht geplant. Zum Glück schwimmen wir relativ schnell. Komme ich hier raus? Wie scheiße ist denn das? Ich komme ja nirgends raus. Halt's Maul. Ah toll, jetzt bin ich hier im falschen Winkel. Da, von wegen legendär. So, auch da ist Geschichte. Würde ich auch sagen. Was hast du denn Legendäres dabei? Eine Raider-Rüstung des Mutantentöters. Na gut, weil sie legendär ist, nehmen wir sie mal mit. Rechter Arm reduzierte den durch Supermutanten verursachten Schaden um 15%. Boah, nehmen wir mal mit. Patronen natürlich. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht in dieser Hütte finden wir vielleicht Victorias Schlüssel. Ich weiß es nicht. Irgendwo muss noch eine Leiche liegen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo die abgeblieben ist hier. Da. Ach Leute, ich habe keine Ahnung. Ist aber schon spät und ich bin blind. So, Boston Bugel, ja, den packen wir ein. Farbdose. Hier können wir eine Runde pennen. Schickes Bildchen. Hab mir ein bisschen mehr erwartet von dieser Hütte hier. Ja, und zack, bin ich wieder im Wasser. Geil. Na egal, wir haben sowieso ein Ziel vor Augen. Und ich sollte eben vielleicht mal einen Red Ray nehmen. Und vielleicht noch ein Stimpack hinterher. Ja, und dann würde ich sagen, schließen wir die Folge an dieser Stelle ab. Und werden dann in der nächsten Folge... Wir werfen schon mal einen Blick, würde ich sagen. Darauf... Wo genau wir hin müssen. Da ist ein Nebelkriecher. Ich speichere mal schnell. Ich hoffe, der hat mich noch nicht entdeckt. Da ist er. Ja, um den kümmern wir uns in der nächsten Folge. Wir hatten ja schon mal so einen Nebelkriecher, der war ziemlich hartnäckig. Und aber wir haben ja vom Nebelkriecher eben dieses, da gucke ich gerade mal eben ins Inventar. Der Nebelkriecher, bla bla bla. Ja. Da, nee, das ist Nebelgeistspritze, was macht die? Also, ja, das Ziel glaubt man, man wäre verschwunden. Boah, wie hieß denn das? Ach, das, nee, das war der Angler, ne? Nee, auch nicht. Warum ist mit Nebelkriecher? Okay. Ob ich das jetzt wiederfinde auf die Schnelle?
Na egal, ich such's in der Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge an dieser Stelle wieder. Und dann werden wir den Nebelkriecher da platt machen. Und dann hoffentlich zum Nukleus kommen. Und ich glaube, ich konnte es auch irgendwie frei bewegen. Es ging auch irgendwie, ne? Ja. Hm, ja, mal sehen. Ich habe keine Ahnung. Muss ja eher in die Richtung sein. Schauen wir mal. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Ciao, ciao.